Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Ich bin wieder Euro Truck Simulator. Und zwar war das letzte Mal hier mit diesem MAN unterwegs und der funktioniert nicht richtig. Hier unten fehlt auch irgendwie was. Und wir wollen doch gerade mal in der Werkstatt schauen, ob wir den wieder hinbekommen. So, was da unten eigentlich los ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Wir schauen mal hier kabinenmäßig. Oder muss ich da schauen? Da wäre es jetzt dran. Da irgendwie nicht. Warum? Weiß ich auch nicht. So, da fehlt wieder irgendwie was. Also ganz komisch. So, wir haben ja da 680 PS eingebaut. Wir haben getönte Scheiben, aber das ist irgendwie nicht so schön. Ich kann nicht rausschauen. So, also das wäre eigentlich das, was ich eigentlich hatte. Aber jetzt fehlt da der ganze Aufbau, oder was? Aber hier unten fehlt das eigentlich auch. Ich glaube, ich muss... Warte mal. Warte mal, wir müssen nochmal zurück. Verlassen, jawohl. Jetzt ist er eigentlich wieder so, wie ich ihn hatte. Jetzt muss ich erstmal vielleicht noch da schauen am besten. Wieso fehlt da unten eigentlich was? Also wir müssen wirklich hier das Chassis irgendwie ändern. Ich denke, so wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Das wäre besser. So, dann haben wir, was haben wir noch? Reifen. Reifen-Setup müssen wir mal machen. Wir haben, glaube ich, da die billigsten drauf. Trailmaster. Wir machen mal hier, was haben wir da? Michelin. Ich glaube, wir machen mal da ein paar Michelin-Reifen darauf. Okay, haben wir. Haben wir. Scheibe. Genau, Scheibe war noch so ein Thema. Können wir das nicht irgendwie so mit... Jawohl, so kann ich glaube ich rausschauen. Das sieht nicht schlecht aus, da haben wir da auch überall ein bisschen Licht drin. Machen wir das mal so. Okay, Lackierung war auch noch... Hat mir glaube ich nicht so gefallen. Hier haben wir die ganzen Lichter. Okay, das könnten wir vielleicht lassen. Was haben wir hier noch? Haben wir eh bloß das. Hinten. Gibt es eh nur. Nur so oder so. Ah, das hier haben wir eigentlich alles angebaut, glaube ich. Das wäre Silber, genau, das lassen wir eigentlich auch so. So, Lackierung schauen wir noch. Da müssen wir unbedingt schauen, was wir da noch haben. Das würde natürlich passen hier. Das wäre nicht schlecht für 3000. In Schwarz sieht natürlich auch cool aus, sage ich mal. Als Schwerlasttransport könnte man das durchgehen lassen. So, wir schauen aber trotzdem noch, was wir da eigentlich haben noch im Angebot. Grün, Silber, Blau, okay. Dann haben wir natürlich das ganze Zeugs hier noch.
Aber ich denke, wir machen das einfach ganz schlicht und einfach. Wie wir das eigentlich gerade hier oben hatten. Wir machen den eigentlich schwarz und lassen den eigentlich so. Jawohl. Was können wir noch? Motormäßig haben wir schon. Die stärkste Maschine drin. Dann würde ich noch schauen wegen Getriebe. Was haben wir da? Sechsgang ist ein bisschen. Wir nehmen mal das hier. Das ist wahrscheinlich eine andere Übersetzung. Gut. Aha, jetzt sehen wir hier eigentlich beim Konfigurieren. Jetzt sehe ich das natürlich auf der Seite. Das wäre natürlich da Hügelbewölkung. Aha. Das wäre natürlich hier schon tipptopp, was wir da haben. Da kommen wir natürlich schön den Berg hoch. Das andere ist eigentlich Standardgut, ist das besser geeignet und das eigentlich besser für Schwerlast. Wir nehmen das. Wir lassen das. Okay, sonst innen drin, glaube ich, lassen wir das auch so. Ja, ich würde das eigentlich so bestellen. Kostet eigentlich bloß 33.000. Sieht natürlich ganz anders aus jetzt, das Teil hier. Und dann nehmen wir doch gerade noch einen Auftrag an. Ja, ich denke, so gefällt er mir besser. Vorher in der Lackierung hat er mir schon nicht ganz so gut gefallen. Machen wir gleich noch einen Auftrag vielleicht. Auftragsangebot, externe Aufträge. Schauen wir gleich mal wegen Schwertransport hier. Wir sind eigentlich immer noch an derselben Stelle. Jetzt haben wir da noch krantechnisch, könnten wir da noch ein bisschen was bewegen. Wir wollen aber nicht unbedingt übers Meer. Das haben wir jetzt eigentlich gefahren schon was. Ich würde gerne noch weiter hoch. Das wäre doch cool. Müsste ich aber wieder nach Malmö. Okay, wir fahren einfach einen kleinen Bagger. Nehmen wir mal das. Ich hoffe, ich krieg den angehangen. So, okay, schon geht's los. Ist jetzt kein Schwertransport, aber wir kommen weiter auf unsere Karte. Okay, so schlecht sieht's ja nicht aus hier mit der Beleuchtung. So, wir haben jetzt andere Räder. Bremsen ist immer noch recht schlecht. V8 steht dran, alles klar. So, wir machen noch mal Bremstest. Fast gar nicht. Okay. Bremsen hat sich nichts geändert. So, wie sieht es aus? Schlaf brauche ich bloß ein bisschen und Tank ist noch fast voll. Und schon haben wir wieder eine Strafe, weil wir nicht bremsen können. Okay, jetzt muss er aber wirklich da ein bisschen aufpassen. Jetzt sehe ich die Ampel gar nicht. Auf der anderen Seite wäre auch einer. Auf jeden Fall kann ich wieder aus dem Fenster schauen. Ich sehe da wieder was. Kabinenbeleuchtung haben wir vergessen zu ändern. Wenn ich jetzt da wieder auf Rundumlicht drücke, dann geht hier das blaue Kabinenlicht an und dann tun uns noch die Augen weh. Das stimmt, das habe ich jetzt vergessen. Jetzt, wo wir wieder unterwegs sind. So,
hier muss irgendwo unser Auftrag sein. So, ich glaube auch nicht, damit ich hier noch lang mit den MAN unterwegs bin. Vielleicht geben wir den wieder unseren Kollegen, der kommt wahrscheinlich besser mit klar. Und dann kann der sich damit rumärgern. Warte mal, können wir hier einmal rumfahren, oder? Ich glaube, ich kann hier einmal rum und dann hängen wir den gerade an, wenn wir einmal rumgefahren sind. Jawohl. Ist natürlich fast ein Witz hier für den LKW mit den PS-Zahlen. Da eigentlich sowas zu transportieren, aber ja, ich sag mal, haben wir auch einen Tieflader dran, ist jetzt ja nicht so, damit wir da, damit das jetzt leichtes Material ist, aber wir müssen halt nehmen, was wir kriegen, und ich wollte ja eigentlich noch weiter hier die Karte erkunden und dann wollen wir da mal ein bisschen rumfahren. So, die haben immer so schöne Wege hier ausgesucht für mich. Auf jeden Fall müssen wir da aufpassen, wenn wir da in den Kurven fahren, sonst kippen wir hier recht leicht um. Haben wir ja letztes Mal gehabt, kurz vor dem Ziel, 14 Kilometer, hat es uns den LKW auf die Seite gelegt. Vollsperrung, Abschleppdienst. Das hat natürlich Geld gekostet. Aber wir haben immer noch, boah, ey, 1,6 Millionen. Das geht, hä? So, bremsen rechtzeitig, muss ich mich dran gewöhnen. Aha, jetzt haben wir hier auch diese Fenster hier an der Seite. Alles klar. Ich hoffe, das Wetter bessert noch und damit es hier bald mal Tag wird. Wir sind jetzt hier immer nur bei Nacht unterwegs. Sieht natürlich cool aus mit den ganzen Lichtern hier am LKW, aber am Tage wäre auch mal nicht schlecht. So, und der zieht jetzt hier recht los. Ich sag ja, wir haben da natürlich so viel PS. Der merkt gar nicht, damit hinten was dran ist. So, sind wir wieder viel zu schnell hier. So, wollen uns ja da keine Buße handeln. Nicht noch eine, wir sind ja schon über die Ampel gerutscht, weil wir zu schnell waren. So, jetzt komm. So, vielleicht sehen wir ja noch was von der Karte, wenn es mal hell wird, wenn es aufhört zu regnen. Vielleicht können wir da ein bisschen die Landschaft begutachten hier. Okay, Polizei hat uns schon überholt. Haben uns aber, glaube ich, nicht auf dem Kicker. Also das Wetter scheint wirklich nicht besser zu werden. Es regnet und regnet und regnet. Wenigstens schneit es nicht, das ist schon mal gut. Wir haben keine Winterreifen drauf. Wir haben bloß Regenreifen, haben wir jetzt extra montiert. Die guten von Michelin. Geräuscharm. Und Vielfahrerreifen. Wir können also weite Strecken fahren, die nutzen sich nicht so schnell ab. So, hier haben wir wieder irgendeine Autobahnkreuz. Ein Schild ist abgedeckt. Habt ihr das gesehen, oder? Aha, da kann ich nämlich gar nicht runter. Haben sie was rübergehangen? Du musst geradeaus, Junge. Okay, machen wir doch. Wir haben einen kleinen Bagger geladen. Werden wir den doch
zum Ziel fahren, noch 92 Kilometer. Schlafen muss nicht, es wird langsam hell, hätte ich gemeint. Aber es ist erst 2 Uhr. Sieht aber irgendwie hell aus da hinten. So, leichte Steigung. Er hat noch nichts an KMH verloren. Kein Problem, hey. Wahnsinn. Wahnsinn. Bei Mercedes habe ich eigentlich auch den stärksten Motor eingebaut, aber ich glaube, der hat gerade mal, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt 600 PS hat oder 580. Fahren wir da eigentlich lang, ey. Das sieht ja nicht schlecht aus hier oben, oder? So, und überhaupt keine Geschwindigkeit verloren hier. Immer noch gleich schnell. So, müssen wir mal schauen, ob wir den da vorne noch überholen oder, oder was. Ne, wir müssen jetzt abbiegen, alles klar. Biegen wir halt ab. Aber langsam, genau. Nicht damit wir wieder umkippen. Das wäre natürlich... Ich glaube, es geht bergab hier. So. Jetzt sehen wir auch was, wenn die Scheiben nicht getönt sind. Da können wir besser rausschauen. So, jetzt könnt ihr mich hier nicht mehr. Ich fahre jetzt hier schön sachte. So, mal die Scheibenwischer hier ein bisschen schneller machen. So, was haben wir jetzt hier? Vorfahrt beachten. Die Schilder sind schon gelb. Ich sehe niemanden, also fahren wir. Ha, noch 41 Kilometer haben wir gleich geschafft. War natürlich auch bloß ein kurzes Stück. Und jetzt keine Tausende von Kilometer hier. So, da kriegen wir schon wieder ein bisschen Einkommen. Das ist schön, damit da die anderen schon fleißig sind. So, 70. Sind wir schon auf 70. Also von der Leistung her ist das natürlich ganz genial, das Teil. Vom Bremsverhalten eine Katastrophe. Müssen wir ein bisschen vorausschauend fahren. So, aber hier ist... Moment mal. Das sieht ja schon gar nicht mal so schlecht aus hier, wo wir sind. Da ist ein schöner See, oder? Ja. Cool. Jetzt sehen wir da ein bisschen was von der Landschaft. Es ist 3 Uhr, es wird irgendwie langsam hell hier. Bin ich der Meinung. So, da hätten wir ein schönes Dorf, aber da kann ich nicht reinfahren. Hört bestimmt auch gleich mal auf zu regnen. So, die nächste müssen wir dann aber abbiegen hier. Aber sieht eigentlich so landschaftsmäßig, gefällt mir das hier. Wettertechnisch nicht. Muss mal hier ein bisschen bremsen, nicht damit ich hier beim Abbiegen noch umkippe. Okay, Wetter wird auf jeden Fall nicht besser. Damals richtiges Sauwetter erwischt. So, jetzt sind wir aber gleich mal da. Das ist wieder irgendeine Mine oder irgendwie sowas hier. Zwerog. Okay. Oder irgendein Tunnel oder irgendwas natürlich. Irgendwie fahren wir da das Zeug zur Baustelle. Ist ja kein Problem, solange wir Geld dafür bekommen. Uns das Spaß macht, machen wir das natürlich. Eine Kiesgrube. Ich glaube, ich soll hier rein, hat er gesagt, der Vorarbeiter.
Gleich die erste, siehst du schon. Gleich vor dem Lagerplatz von den Kieshaufen. Okay, machen wir. Wäre natürlich auch cool, wenn die LKWs dreckig werden würden. Ich will auch das Ding hier hin haben. Das ist immer so super. Hier weiß ich immer nicht, wie ich da fahren muss. Das ist da hinten rein. Da könnte ich eigentlich so rum. So und das da reinschieben. Wir versuchen das mal. Versuch macht klug. So, wir fahren da rein. Ich hoffe, wir kommen da lang. Also, die muss da nicht zurückschieben. Und die das immer so kompliziert bauen müssen, ey. Ja, ich sehe schon. Okay. Könnte was werden. Könnte. Könnte. Oh, da steht schon. Da steht schon das nächste Gerät hier. Sieht aus wie so ein kleiner Bohrwagen. Vorne so eine Lafette da dran. Mann! So eine Scheiße, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich wollte schon sagen, das sieht aber nicht schlecht aus hier heute. Am Ende, aber... am Ende von der Reise. Aber nö. Ganz falsch, ganz falsch bin ich jetzt gefahren. Ich muss dann nochmal vor. Habt ihr übrigens mein Namensschild in der Windschutzscheibe, in der Frontscheibe gesehen? Fällt mir gerade selber so auf. Sehr, sehr tolle Idee, ne? Da bist du gleich, wer das spielt. Ich glaube, das wird auch nichts. Nicht zu weit drüben. Mann. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Versuch Nummer drei. Vielleicht wird das was. Irgendwann schaffen wir es. Vielleicht nochmal Verspätung mit Ablieferung. Wir sind zwar da, aber wir können nicht abhängen. Wir kriegen den nicht auf den Parkplatz hier. Ich sag doch immer langsam fahren. Darin liegt der Trick. Schön schief, hä? Das nimmt er uns nicht ab. Okay, Versuch Nummer 4. Alle guten Dinge sind jetzt 4. So, jetzt rum. Rum, rum, rum. Nicht so viel, bloß ein bisschen. Jetzt weiter, 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 weiter. Ist klar, jetzt geht's. Gut, haben wir diesen Auftrag erledigt. Vielleicht kriegen wir sogar ein paar Punkte jetzt dafür und können mit unserem Level ein Stückchen höher. Wir haben eine neue Errungenschaft. Bergarbeiter, alles klar. Bergarbeiter 1. Viel hat es nicht gegeben. Dauert noch ein bisschen bis Level 18. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Mal schauen, was uns da Lustiges passiert. Macht's gut, bis denn dann.